Ja, hi und herzlich willkommen zum neuen Video von der Spielpirat alias spielpirat.de. Ich habe für euch heute ein kleines, naja, Unboxing, eher weniger, aber ich zeichne es jetzt einfach mal als Unboxing-Review von einem Beyblade Metal Masters Base Stadium, und zwar dem Destroyer Stadium. Ist jetzt neu bei uns im Sortiment, haben wir gekriegt, und naja, staubanfällig wie eh und je. Was wir hier haben, klar, unser Destroyer-Kopf in der Mitte, und es handelt sich um die normalen Stadiums, die man halt auch so normalerweise kennt. Da brauche ich eigentlich gar nicht viel zu sagen, auch die Stabilität hier an der Seite etc. ist immer die gleiche. Das ganze Ding ist in so einem Graublau, würde ich sagen. Wartet mal, ich guck mal kurz nach der Bolt Blast. Ja, ähnliche Farbe ungefähr wie die Bolt Blast damals. Vielleicht ist sie noch ein bisschen blauer, die alte. Die hat hier so einen Metallic-Look. Vielleicht kann man das einigermaßen sehen, weil es blendet immer. Aber so einen leichten Metallic-Look hat sie auch noch, ne? Also mit dem silberfarbenen hier in der Mitte gibt's eben halt hier, oder sind hier in dem Lack, in der Farbe, noch so kleine reflektierende Silberpunkte mit drin. Sieht cool aus. Es gibt aber natürlich auch wieder Besonderheiten. Ich meine, die Arenen sehen immer alle gleich aus, habe ich das Gefühl, bei Hasbro, ja. Sei das mal so eine Halfpipe, die aber eigentlich fürs XDS-System war. Oder ja, die Ripgrind und Graffiti Dan Base Stadium waren ja auch gut. Diese hier hat natürlich aber nochmal einen anderen Unterschied. Und zwar, wir sehen hier diesen vergrößerten Innenbereich. Also bis zur Kante, man sieht hier richtig, wie das bis zur Kante hier rangeht, ist dieser kreisförmige Ring die Kampffläche. Und was aber noch ganz wichtig ist, die Kante ist relativ hoch. Ich werde es nochmal vergleichen mit der Striker, mit dem Striker Stadium, weil da sind die ja ganz leicht rüber gesprungen, was immer ein bisschen bescheiden war. Und das bin ich mal gespannt, wie das hier sein wird. Ich habe ja noch nicht drauf gespielt, wie man sieht. Und hier in der Mitte, es geht bis zum Punkt, bis zur Mitte bergab. Also wir haben nicht im Verhältnis zum... Hier, also als Vergleich bei dem Max Stampede Stadium, da sieht man es ganz gut. Ein kleinerer Kampfkreis, hier außen waren eben teils so mehr die, naja, die Kraftfallen, wir hauen in die Ecke oder so, könnte ein bisschen abbrechen, den Spielfluss, und vor allem hier in der Mitte ist eine kleine Erhöhung oder ein Plateau, eine Plattform, was auch immer. Und hier konnten eben halt gerade die Ausdauerbase sich Ewigkeiten drehen, ohne dass sie aneinander geraten, und das war doch sehr, sehr lästig. Andersrum hat man hier kaum so eine, ja, Schutzbereiche, die hier doch relativ hoch sind. Vielleicht kann man das mal von der Seite nochmal zeigen, wie hoch das hier eigentlich ist. Ja, das ist schon eine ganze ordentliche Ecke, so ein Zentimeter halt, mit einer ordentlichen Steile. Und hier, naja, hier ist eigentlich mehr so eine Rampe nach außen. Also ich bin mal gespannt. Ich vergleiche halt nochmal die Lion's Lair dazu. Die hat hier in der Mitte auch den angedeuteten kleinen Kreis, der aber auch ja hier damals nicht, nicht so richtig eingestanzt wurde. Aber auch hier fällt auf, in der Mitte ist der Ring wieder glatt, eine Ebene. Und somit haben sich hier auch die Ausdauerbakes wieder Ewigkeiten nicht einigen können, wer jetzt rausfällt. Hier ist auch so eine leichte Sprungkante, die ist ein bisschen stärker als bei der Max Stampede. Aber lange nicht so stark wie bei dem Destroyer Stadium. Ich hole nochmal kurz die Striker. Und wie man hört, ja, die sieht auch nicht mehr ganz so toll aus. Die ist ordentlich gespielt. Hab aber bei der Striker, also hier hat man so ein wirklich nach innen fallendes Arena-Kampfbereich. Ja. Entschuldigung, mir fehlen die Worte gerade. Hier bei diesem Kleeblatt war es ja relativ glatt. Also hier sind die Baser fast gar nicht in die Mitte richtig gekommen. Und nur in der Mitte gab es eine kleine Vertiefung. Also dann haben sie sich nochmal angegriffen. Aber dafür sind sie hier teilweise außen Ewigkeiten rumgereist. Ja, und hier die Kante ist auch stärker als bei Max Stampede und als bei Lion's Lair. Aber das Problem ist, wenn sie hier rüber gehüpft sind über die erste kleine Kante, haben die meist schon ein bisschen Flug gehabt, sind hier auf diese Kante gebrochen und sind dann gleich ganz rausgekickt, was hier wiederum anders ist. Ja. Auch hier oben die Kante ist abgerundet, weil sie hier relativ spitz ist. Wird es wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied geben. Ja, dann würde ich doch vorschlagen, dass wir hier in diesem
Stadium. Guck mal, da ist eine Lampe, habt ihr die vielleicht gesehen, oder? Ich mache hier Tageslicht- und Co-Aufnahmen. Dass wir hier mal die Kamera ein bisschen runterschrauben. So vielleicht, oder? Wackelt ein bisschen. Aber ich denke, wenn man hier was Kombiniertes hat, dann muss das ja auch mal sein. Okay. Und dann nehmen wir doch einfach mal zwei Bays. Ich würde mal sagen, wir nehmen einen Vulcan Herusius und Phantom Orion. Ja. Denn ich denke, ja, sind ja beide auch ein bisschen Ausdauertypen, beziehungsweise halt Gleichgewichts etc. Typen. Und mal gucken, wie sie sich in der Arena schlagen. Starten wir doch einfach mal. Nee. Das war jetzt mal ein toller Fail. So, wie war das gewesen? Es gibt keinen Tag, an dem der Spielpirat nicht wegen einem Bay unter den Tisch krabbeln muss. Und wir wiederholen nochmal unseren Kampf. So. Zack. Aua! Auf mein Fuß! Sag mal, was geht denn hier ab? Also die richtigen Eigenschaften konnte ich euch jetzt irgendwie nicht gerade zeigen. Versuch es nochmal. Also, tolle Bilanz. Aber egal, wir machen weiter. Das ist ein spannender Kampf hier irgendwo. Oh, Alter, die ziehen aber ordentlich zusammen. Und man sieht, sie gehen in die Mitte. Ja, sie gehen immer in die Mitte rein. Und das ist ein Vorteil. Man hat ja also auch bei diesen Base immer wieder Action. Und nicht erst hier, weiß ich nicht, die Probleme, man ist erstmal reingeraten oder man kommt miteinander. Man hat hier Kämpfe, die also auch bei diesen Kämpfen interessant sein können. Ich werde das mal ein bisschen ausprobieren. Auch bei Angriffstypen, Sliding Shot, mal wieder ein bisschen reinkommen. Weil es lohnt sich aber diese Arena doch relativ gut. Und ja, vielleicht haben wir da echt mal interessante Backkämpfe noch in Zukunft. Ne? Also Leute, in unserem ja, Arena, machen wir eben außerhalb des Bildes. In unserem Arena-Potenzial, was wir hier haben für eure Videos, da kommt aber nochmal eine Zusammenfassung, haben wir jetzt das Max Stampled Stadium, die Lions Lair, das Striker Stadium, das Destroyer Stadium, dann haben wir die Halfpipe, dann haben wir das Ripgrin Stadium, das Graffiti Den, Base Stadium, wir haben das Triple Set oder die Triple Set Arena und zwei Vault Blast Arenen, einmal links und einmal rechts rum der Strudel, also die orangefarbene und die blau-graue Variante. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas verpasst habe hier, keine Ahnung. Ich denke aber, das war es erstmal gewesen, so an Arenen. Wenn ihr also einen Wunschkampf habt, könnt ihr euch die aussuchen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn nochmal ein Daumen hoch geht. Heute ist ja nun mal auch der Start, da kommt ja relativ viel Neues. Also es kommen wieder neue Videos, auch andere Sachen als Beyblade. Aber Beyblade, zwei Videos am Tag, es wird gedreht, es wird für euch spannend. Ich verbleibe, bis dahin, euer der Spielpirat.